Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich ein neues Gerät testen, was ich von Bosch als Demo-Gerät bekommen habe, nämlich die Handkreissäge. Das ist jetzt die akkubetriebene Variante GKS 1868GC. Und ja, mal schauen, wie gut die schneiden kann. Ich arbeite hauptsächlich an kleine Sachen, wie das hier zum Beispiel kleinen Lautsprecher, und ich muss sehr oft längere Holzstücke, was ich roh kaufe, zum Beispiel 2, 3, 4 Meter lang, schnell zuschneiden, und dann später bearbeite ich das an einer Tischsäge oder mit Fräse oder mit CNC. Wir machen Akku rein. So, jetzt haben wir hier Display. Der zeigt uns Akkustand hier oben. Leistungsstufen ist jetzt auf 6. Eco. Wir werden einfach schneiden. Für das erste Test nehmen wir einfach 30 mm stark Multiplex, was ich später für Seitenwände von Lautsprecher verwende. Also ich muss sagen, 30 mm Multiplex macht wirklich absolut keinen Problem. Wir machen jetzt Test mit der Schiene. Wir schneiden einfach hier Seite weg, längst. Zack. Okay, also, ups. Das hier passt, schnell zu. Okay. Und jetzt zweite Seite. Ups. Ups. Schau. Hält gut. Was ich hier richtig gut finde, ist die blaue Markierung für Schiene. Schauen wir mal die Kante an. Kante selbst mit der Schiene richtig sauber. Voll perfekt. Ging durch die Buche einfach wie ins Butter. Als letztes Stück zum Testen sägen wir einfach Walnut, was ich für die Lautsprecher verwende. 50 mm dick. Da, wo der Sägeblatt schneidet, hat man eine Markierung. Da müssen wir jetzt die Tiefe richtig einstellen. Hier haben wir Skala und wir sind jetzt bei volle 68 mm Tiefe. Würde ich sagen, top. Am Ende möchte ich noch den feingezahnten Blatt testen. Also wir tauschen jetzt das Sägeblatt und wir schauen, wie gut das da funktioniert. Das ist jetzt mit 48 Zähne. Zum Testen nehmen wir einfach Multiplex-Stück und wir schauen, wie sauber das geht. Jetzt müssen wir noch die Tiefe einstellen. 20 mm. Das ist einfach tadellos. Was mir an der Säge richtig gefällt, sind die Griffe. Also man hat hier oben Griff und da vorne. Die Säge lässt sich dann wirklich gut führen. Fühlt sich ganz sicher an. Ich bin wirklich positiv überrascht, wie gut sowohl die 48 als auch 24 Blätter gut schneiden können. Ich werde auf jeden Fall sehr viele Einsätze für die Säge in meiner Werkstatt finden und es hat mich total gefreut, mit der Säge arbeiten zu können. Danke,
Ciao.